der toll aus. Ich habe gelernt, dass der Diamant aus ganz hartem Stoff besteht. Man kann fast alles damit schneiden. Ach, das glaube ich nicht, Sophie. Ich bezweifle, dass ich die Glasplatte hier schneiden kann. Nein, tun Sie das bitte nicht! Wer hätte das gedacht? Inspektor Gadget, ich bin dienstlich hier, Monsieur. Chef Gantier, was machen Sie denn hier? Schließen Sie das, Gadget! In der wichtigsten Diamantenmine der Welt in Südafrika ereignen sich merkwürdige Dinge. Stop! Bergleute werden durch ein Phantom irritiert. Stop! Fahren Sie dorthin und untersuchen Sie den Fall. Stop! Diese Nachricht zerstört sich von selbst. Aber Chef, Sie wissen doch selbst, es gibt keine Phantome. Das ist mad. Ach, Sie sprechen Englisch, Chef, das finde ich toll. Nein, nein, ich rede von Dr. Kralle. Ich bin sicher, dass er dahinter steckt. Sie müssen ihn aufhalten, Gadget. Gut, ganz wie Sie befehlen, Chef. Aber erstmal bringe ich euch lieber nach Hause. Ich habe einen Auftrag. Das muss der Diamant gewesen sein. Ich habe gar nicht gewusst, dass die auch explodieren. Vielleicht handelt es sich doch um ein Phantom, Onkel Gadget. Nein, Sophie. Phantome existieren nicht. Aber das Phantom von Meg existiert, Gadget. Sind die unsichtbaren Anzüge soweit? Ja, Dr. Kralle. Noch einige Diamanten und der Prozess der Lichtberechnung ist abgeschlossen. Wie Sie wissen, brechen Diamanten das Licht. Und was dabei herauskommt, das sehen Sie an mir. Sehr gut, sehr gut. Beenden Sie schnellstens Ihre Arbeit. Wenn ich diese Anzüge besitze, werden meine Agenten unsichtbar, Meldkatze. Und damit unbezwingbar. Pass auf Sophie auf, Fino. Ich bringe euch ein paar Andenken aus Südafrika mit. Na, Fino, was hältst du davon? Du hast recht. Wir sollten uns diese Mine auch mal näher ansehen. Onkel Gadget braucht ganz sicher Hilfe. Professor Gadget zeigt Interesse für die Mine. Heißen Sie ihn willkommen. Seien Sie unbesorgt, Dr. Kralle. Gadget wird bald unsichtbar. Und zwar für alle Zeiten. Ach du lieber Gadget, ein echter Vogelstrauß und echte Kokospalmen. Ich wusste gar nicht, dass Kokospalmen in Südafrika wachsen. Willkommen in Südafrika, Gadget. Schade, dass du nicht länger bleiben kannst. Ich glaube, hier muss ich irgendwo abbiegen. Nach der Karte ist die Mine ganz in der Nähe. Nein, doch nicht so nah. Jedenfalls weit kann es jetzt nicht mehr sein. Ich höre schon die Explosion. Aha, da sind wir. Diese Sägeschranke mit Diamanten wird Gadget halbieren. Irgendwo summt hier ein Bienenschwarm. Gute Arbeit, Fino. Ich wusste doch, Onkel Gadget braucht unsere Hilfe. Also, wir treffen uns im Dorf der Bergleute. Ah, da ist er schon. Ich, Freund von Ihnen, ich hier suchen? Entschuldigung, was wollen Sie bitte? Er scheint mich nicht zu verstehen. Ich suchen Mann. Pardon, geht's Ihnen vielleicht nicht gut oder was? Ich suchen einen... Oh! Ja, genau. Oh! Regen Sie sich doch nicht auf. Das haben wir gleich. Ein Phantom? Fino, du brauchst keine Angst zu haben. Hast du das auch eben gehört? Oh nein, du bleibst hier.
Jetzt reicht's, Phantom. Ich weiß, dass es dich nicht gibt. Darum hat es auch keinen Sinn zu fliehen. Hier geschieht etwas ganz Merkwürdiges. Komm, Fino. Wir müssen unbedingt Onkel Gadget in die Mine folgen. Was? Trägt er vielleicht einen Regenmantel und einen Hut? Ja, Sie haben's erraten. Lasst euch nicht stören. Fördert weiter Diamanten. Ich kümmere mich um ihn. Das will ich Ihnen auch geraten haben, Professor. Ich will, dass Gadget vor meiner Ankunft erledigt ist. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, Dr. Kralle. Er ist auf dem direkten Weg in den Wolfsrachen. Ausgezeichnet. Beste, wenn wir uns jetzt trennen. Ich nehme diesen Tunnel hier und du bleibst Onkel Gadget auf den Fersen. Aber Fino, sei vorsichtig. Ah, das Phantom hat Besuch. Dieser Wagen ist genau das Richtige für einen Willkommensgruß. Es ist so dunkel hier drin, dass man ein Phantom glatt übersehen könnte. Go, go, Gadgeturadar! Ich erinnere mich noch an den alten Trick der Bisonjäger. Ich glaube, irgendwas kommt auf mich zu. Achtung, lieber Gadget! Go, go, Gadgeturadar! Sehr gut. Rühren Sie sich nicht von der Stelle. Sie sind also das Phantom. Wo gehe ich jetzt lang? Es kommt jemand! Ein Bergmann. Ich dachte, Sie sind alle geflohen. Donnerwetter, das ist ja ein komfortabler Fahrstuhl. Wünsche eine gute Fahrt. Ach, ein automatischer Fahrstuhl. Go, go, Gadgetto-Schrauber! Hey, Sie! Bleiben Sie sofort stehen! Ausgerechnet der keine Angst vor dem Phantom. Ha? Das ist doch unmöglich, er ist verschwunden. Aber er sah gar nicht wie ein Phantom aus. Glaube ich wenigstens. Ich werde eine Beschwerde einreichen. Die Sicherheit in dieser Mine ist mangelhaft. Der Fahrstuhl ist ja geradezu lebensgefährlich. Das Phantom kommt wieder zurück. Na, diesmal kann es sich auf was gefasst machen. War wohl nichts. Ah, das Phantom hat das Kostüm gewechselt. Aber mich führst du nicht an der Nase rum. Stehen bleiben! Dieser Bergmann kann sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. Es muss einen Ausgang geben. Verstehe ich nicht. Gadget kann doch den Fahrschulschacht nicht überlebt haben. Aber wer jagt denn da den Strauß?
Komm zurück, Phantom! Komm! Mit deiner albernen Verkleidung kannst du mich nicht täuschen! Aha, dem ist die Puste ausgegangen. Wenn ich nur wüsste, was ich hier unten wollte. Hab keine Ahnung. Ach ja, jetzt weiß ich. Ich wollte sie verhaften. Gelangen sie in die Maschine, die sie zerschneidet. Danach werden sie dann auf diesem Förderband abtransportiert. Aber wozu dient der Laserstrahl? Fino, wo steckst du denn wieder, hm? Wo? Doch wie? Warte einen Moment, hier hängt irgendwas. Das ist etwas, mit dem man sich unsichtbar machen kann. Jetzt weiß ich, die Diamanten brechen das Licht. Sie haben ein Mittel gefunden, sie zu Staub zu machen und machen daraus Tarnanzüge. Dieser Anzug hier ist wie ein Spiegel. Er reflektiert das Licht, also kannst du nichts mehr sehen. Hör zu, suche Onkel Gadget. Er soll sofort herkommen. Wie viele Anzüge es wohl davon gibt? Stehen bleiben! Im Namen des Gesetzes! Da läuft er. Du bist nicht schnell genug, meinem Gadgetto-Schrauber zu entkommen. Diese unsichtbaren Anzüge sollten noch längst fertig sein. Sie sind es. Sie werden sehen. Oder besser, sie werden gar nicht sehen. Es ist jetzt nicht der Moment zu scherzen. Tut mir sehr leid, Dr. Kralle. Sinn für Humor, dieser Dr. Kralle. Na du! Ist das nicht ein schöner Tag, wie? Ein schöner Tag für Besucher! Schön hier geblieben, mein Kleines. So kommst du mir nicht davon. Na, was hab ich gesagt? Also, Sie wollen weiterhin den Strauß spielen, ne? Jetzt ist Schluss damit. Go, go, Gadgetto Handschellen! Sie sind verhaftet, im Namen des Gesetzes. Ach, lieber Gadget! Ich hoffe, du hast es schön bequem und es gefällt dir bei uns. So einfach kommen Sie nicht davon. Entschuldige bitte, aber ich muss jetzt diesen unsichtbaren Anzug zu Dr. Kralle bringen. Es scheint dich ja hier alles sehr zu interessieren, sonst hätte ich dich mitgenommen. Sie werden nicht sehr weit damit kommen. Ich muss unbedingt verhindern, dass Dr. Kralle diesen Anzug bekommt. Wenn ich nur Kontakt zu Fino bekäme. Ach, es ist zwecklos. Ich muss mich von diesen Fesseln befreien. Diamanten können doch alles schneiden. Also auch ein Seil. Ach. Na los. Ach. Im letzten Moment. Sie sind verhaftet, weil Sie sich als Strauß und Phantom ausgegeben haben. Antworte, Fino. Was ist denn los? Pass auf, du musst sofort Onkel Gadget hierher bringen. Ich suche den Professor.
Was ist denn das? Das Phantom. Aber wenn das das Phantom ist, wer ist das hier? Steck den Kopf nicht in den Sand. Agent 1, 2 und 3 angetreten. Das sind eure unsichtbaren Anzüge. Wir sind soweit, Dr. Kralle. Die unsichtbaren Anzüge passen perfekt. Ausgezeichnet. Und jetzt beseitigt Gadget. Was man nicht sehen kann, kann manchmal sehr gefährlich sein. Folgt mir. Oh, ich sehe gar nichts. Setzen Sie dich doch vor. Aber ich weiß doch nicht, wo ich hintrete. Anhalten. So, jetzt werde ich mich auch mal unsichtbar machen. Sieh dich vor, Phantom. Ich weiß, dass es dich nicht gibt. Ah, da kommt Gadget. So was Blödes. Wenn Sie ein Phantom sind, beweisen Sie es. Na gut. Wie gefällt dir das? Na, nicht gut. Sehen Sie sich vor, ein Phantom. Ach, lieber Gadget, zwei Phantome. Schnappt ihn euch. Ja, Professor. Wo kann der sein? Tino! Das geht wirklich zu weit. Ich kann es nicht zulassen, dass ein Phantom die öffentliche Ordnung stört. Halt! Im Namen des Gesetzes! Ich glaube, es gibt hier mehr Phantome als erwartet. Na gut, wie ihr wollt. Go, go, Gadgetto Schrauber! Ach, du liebe Gadget. Mich aus dem Diamantenstaub. Könnte vielleicht irgendjemand für mich weitermachen? Nichts wie weg hier. Ich muss Chef Gautier rufen. Sie glauben wohl, Sie könnten sich hinter Ihrer Straußverkleidung verstecken. Go, go, Gadgetto Handschellen. Oh, 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 oh. Zum Glück kann ich fliehen, ohne gesehen zu werden. Auch jetzt glaube ich noch nicht an Phantome. Gute Arbeit, Gadget. Sie haben es wieder mal geschafft. Danke, Chef. Es war gar nicht so leicht, so allein. Naja, eine kleine Hilfe hatte ich schon mit ihm. Jetzt geht das schon wieder los. Guten Tag, ihr beiden. Ich sag's euch, bevor ich's vergesse. Ihr müsst sehr vorsichtig sein, wenn ihr mal unterirdisches Gebiet betretet. Man kann sich sehr leicht verlaufen. Ja, ich weiß, Onkel Gadget. Man soll nie allein eine Erkundung unternehmen. Und immer jemandem sagen, wohin man geht. Ja, genau. Das ist die wichtigste Regel. Und wenn ihr jemals einem Phantom begegnet, haut sofort ab. Wie Fino. Ein Phantom!